Meine lieben Freunde, eher ungewöhnlich lese ich derzeit ein Sachbuch. Sie haben richtig gehört, ich lese normalerweise nur Romane. Den letzten Roman, den ich gelesen habe, den ich vorgestern beendet habe, ist Quo Vadis. Extrem empfehlenswert, ist auch zu Recht, hat er einen Nobelpreis dafür bekommen. Das ist nicht das Thema unseres Videos, sondern ich lese gerade dieses Buch von Johannes Hartl. Eden Culture, obwohl ein englisches Wort drinnen steckt, was ich jetzt nicht so super finde, ist das ein brillantes Buch, Ökologie des Herzens für neues Morgen. Also ich muss sagen, dieser Philosoph hat es mir angetan. Ich kenne ihn ja persönlich und ich kann schon sagen, dass wir in der Zwischenzeit befreundet sind. Wir sind einander mehrmals begegnet. Ich war schon Referent für ihn und er war Referent für mich. Ist ein großer Denker, Leute. Also das ist wirklich eine Entdeckung, wenn ihr ihn noch nicht entdeckt habt. Ich habe mal einen Vortrag gemacht, wo ich seinen Vortrag kommentiert habe. Und er sagt, er beginnt relativ harmlos mit einem alten Garten und sagt dann, dass wir eben Sehnsucht haben nach eben Eden. Er will dann mit uns eine Reise zum Ursprünglichen machen. Und er sagt, es gibt drei Geheimnisse, die der Mensch braucht oder auf die die Welt wartet. Und das ist einerseits, ich verrate das jetzt, ja, aber ich meine, das müsst ihr selber lesen. Einerseits Verbundenheit, zweitens Sinn und drittens Schönheit. Ja, also ich bin ja ein Fan der Transzendentalien, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und deswegen war da am Anfang bei mir ein kleines Störgefühl. Aber wenn man dann wirklich hineinliest, dann liest man das wahre Gute und Schöne schon hinaus. Und das Dritte ist ohnehin das Schöne. Das ist so der Höhepunkt. Aber er redet sehr schön eben zuerst einmal von der Verbundenheit, wie wichtig das für den Menschen ist, diese Verbundenheit, also Robert Cloninger würde sagen, Kooperationsfähigkeit, nicht? Also diese Fähigkeit, diese Eigenschaft des Charakters. Also wo ich wirklich den Mund aufgemacht habe vor Staunen, ist, wie haarscharf er auch die heutige Zeit analysiert. Die vier Feinde der Verbundenheit, das hat es mir sehr angetan, der Kult nach Selbstoptimierung, der Rausch der Geschwindigkeit, sagt er, die verplante Kindheit und der Verlust der Sensualität. Also das sind echt schöne Sachen, er arbeitet das wirklich sehr schön heraus. Verbundenheit. Da ist wirklich was Wahres dran, also dass man wirklich zusammensteht und sich nicht selbst isoliert. Das ist ein großer Schritt ins Paradies sozusagen hin, weil Eden hat natürlich mit dem Paradies zu tun. Ja. Und dann kommt er halt ganz stark auf dieses Sinnthema zu sprechen. Ja, Sinn, Viktor Frankl natürlich, also das ist für Psychologen natürlich. Psychiater in aller Munde. Aber er als Philosoph und Theologe arbeitet das noch einmal in einer ganz gründlichen Tiefe auf. Und er definiert die sechs Eigenschaften von Sinn. Ich habe mir das alles mitgeschrieben. Ich habe das vollgekritzelt. Also Sinn ist notwendig. Sinn ist ein höchster Wert. Sinn muss man entdecken, den kann man nicht machen. Ja, Sinn muss in wahren Worten sich widerspiegeln. Sinn ist wichtiger als das Glück. Boah, das ist ein starker Satz, psychologisch total richtig. Menschen brauchen Sinn im Leben, ja. Und Sinn kann man nur tun. Ja, Sinn kann man nicht denken, sondern Sinn kann man nur tun. Also ganz stark. Ganz stark. Dann eben auch drei aktuelle Probleme rund um den Sinn tatsächlich. Und da geht er wirklich tief in die Philosophiegeschichte hinein. Und dann für mich der Höhepunkt, das Kapitel über Schönheit. Und dann eben diese Eden-Culture, die ich jetzt nicht verrate, weil die einerseits, wer das selber lesen müsste, und andererseits, weil ich es noch nicht fertig gelesen habe. Aber das ist sozusagen die Auflösung. Aber das ist wirklich eine messerscharfe Zeitanalyse, die Gott sei Dank sehr optimistisch geschrieben ist. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich ein hoffnungsloser Optimist oder ein therapieresistenter oder beratungsresistenter Optimist. Und ich freue mich, wenn jemand auch so eine optimistische Sicht auf den Menschen hat, aber gleichzeitig scharf sieht und auch weiß,
einen Vorschlag, einen konkreten hat, wie es weitergeht oder wie es nicht weitergeht. Da geht es auch viel um Toleranz, um in der eigenen Bubble, in der eigenen Blase, sie nicht mehr wahrnehmen, was eben andere Leute sagen oder was die Fakten offensichtlich sind. Es geht um die Frage, was ist wahr und was ist nicht wahr. Ganz steile Sachen. Ich kann das sehr empfehlen. Absolute Leseempfehlung für Eden Culture von Johannes Hartl. Ist eh schon ein totaler Bestseller, aber ich lege jetzt da noch eins drauf. Aus Begeisterung für dieses Buch. Herzliche Grüße, euer Raphael Bonelli.